Hallo, liebe Freunde des gepflegten Point-and-Click-Adventure-Spielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von The Inner World, der letzte Windmönch. Wir sind hier im Gebirge angekommen und haben den Schroff mit seinen Schroffkindern kennengelernt. Wir wissen, dass Lukas abgehauen ist. Wir haben von den zwei versteckten Flötennasen die stinkende Suppe geklaut und müssen jetzt irgendwie versuchen, hier an diese Fliege ranzukommen, damit wir sie ja vermutlich benutzen können, um hier dieser Schleimspur zu folgen. Und beim letzten Mal haben wir ja schon geguckt, wie wir irgendwie an diese Fliege rankommen. Nein, das brauche ich noch. Und das sie braucht er noch. Können wir das vielleicht mit irgendwas kombinieren? Warum sollte ich das tun? Was ist, wenn ich das Buch in den Tümpel gebe? Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Können wir es mit dem verbinden? Das muss ich nicht festbinden. Haben wir hier irgendwas zum Festbinden? Nö. Ach, ist nicht ganz so einfach. Irgendwas fehlt uns scheinbar. Was ist denn Vorhang? Das muss ich nicht festbinden. Muss er auch nicht festbinden. Ich kann durch den Guckuck nichts erkennen. Ja, also ihr habt schon, wir haben ja schon am Ende der letzten Folge gesehen, dass ich hier gerade ein bisschen ratlos bin. Ich gehe jetzt nochmal die anderen Gegenden ab, um vielleicht irgendwas zu finden, was ich gegebenenfalls übersehen habe. Das würde nicht funktionieren. Diese Symbole kommen mir sehr bekannt vor. Leider gibt's hier keine Noten. Okay, keine Noten. Okay. Haben wir hier noch was anderes, was wir benutzen können? Wir haben hier die Halterung. Das ist klar, wo wir die Tafeln reingepackt haben. Wir haben hier, da sind vielleicht Noten dran. Diese Symbole kommen mir sehr bekannt vor. Leider gibt's hier keine Noten. Ein Fenster. Und eine Stange. Eine merkwürdige Stange. Wozu die wohl gut ist? Besonders viel Licht kann da nicht reinkommen. Haben wir was für Licht? Blasrohr. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Kuckuck. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Nein, okay, okay. Ich sehe schon, wir sind hier vor einem... Mal wieder... etwas schwierigen Rätsel. Können wir vielleicht ein Lied spielen? Da leuchtet das Symbol auf. Was ist, wenn wir das Lied spielen? Also wir können von den drei Symbolen, die wir hier sehen, nur eins spielen. Und das ist das hier. Wir müssten also irgendwie gucken, dass wir an die Noten für die anderen beiden rankommen. Die Frage ist einfach, wo sind die? Was ist, wenn ich hier das Lied spiele? Okay, das leuchtet nur kurz auf. Mehr tut's nicht. Halt. Können wir an der Halterung noch irgend... Was ist, wenn ich... Dazu fällt mir nichts ein. Okay. Ja gut, hier wissen wir ja schon, dass da eine Tafel fehlt. Und einer hat ja hier so ein Astloch, wofür auch immer. Ich gehe nochmal nach oben zu dem Versteck von den Flötennasen. Guten Tag, Kollegen. Hier ist die Wurzel, da haben wir das dran festgebunden. Was ist, wenn ich hier das Lied spiele? Reagieren sie gar nicht drauf. Und bei dem? Auch nicht. Wir müssen
Wie kommen wir an die Tafel ran? Ganz schön groß. Ja. Eine mysteriöse Holztafel. Da ist etwas drauf eingraviert. Ja, und ich möchte die gerne haben. Ich kann doch nicht fliegen. Und wir haben leider Huck nicht dabei. Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Also, ich bin ehrlich gesagt a little bit überfragt. Können wir mit denen noch irgendwie reden? Hey, da oben, kann ich euch noch mal... Sicher, fragte... Ach, guck mal hier, Lidsymbole. Wisst ihr, was die Symbole auf dem Zylinder in der Nebelsenke bedeuten? Eines sieht aus, als würde es sich drehen. Natürlich, das ist das Drehlied. Ein mächtiges Lied. Ein gefährliches Lied. Wozu braucht man das? Na, vor allen Dingen, um Dinge zu drehen. Oh, könnt ihr mir das beibringen? Das ist viel zu mächtig. Dieses Wissen ist allein dem König bestimmt. Aber ich bin der König. Hm. Dann beweis es. Der König kann fliegen. Flieg mal. Der König kann nicht fliegen. Dieser König kann offenbar nicht viel. Das hat der König auch nie behauptet. Ach Mist, das bringt doch nichts. Der König kann fliegen. Wir müssen irgendwie fliegen. Ich brauche wirklich dringend das Lied zu diesem Drehsymbol. Wir brauchen alle irgendwas. Ich brauche zum Beispiel einen Beweis, dass du der König bist. Wenn du uns beweist, dass du fliegen kannst, können wir dir das Lied geben. Alles andere wäre unverantwortlich. Was für ein paar Freaks, ey. Die wollen mich wirklich fliegen sehen. Wie soll ich das denn anstellen, ohne zu zaubern? Vielleicht... Macht's gut. Tschüss. Vielleicht können wir... Komm mal wieder unseren Baum besuchen. Vielleicht können wir ja irgendwas aus dem Zeug hier basteln, um hier... Ich brauche gerade keine Girlande. Ach Mist. Kann man nicht irgendwas hier irgendwie eine Art Fallschirm bauen oder so? Das könnte Spaß machen. Das mache ich nicht. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Robert, du sollst doch einfach nur dieses blöde Fass hier anbinden. Können wir noch irgendwas? Das könnte Spaß. Nein. Ich glaube nicht, dass... Naja. Gut, bind es einfach fest. Was? Das mache ich nicht. Hat er das jetzt? Was ist, wenn ich das über die Nase mache? Vielleicht kann ich das Ende der Wurzel über die Nase werfen. Okay, na gut, das ist, so weit waren wir ja schon mal. Das ist ja jetzt irgendwie nichts Neues hier. Aber wie soll ich denn damit beweisen, dass ich fliegen kann? Vorsichtig, das ist unser Abendessen. Ja, ja. Oh, das ist... Das wissen, sich mit das wissen wir ja schon. Aha. Ups. Ach nee, ernsthaft? Das war ja jetzt ganz schön... Okay, na gut. Gut, damit haben wir wenigstens die zweite Tafel. Die letzte Tafel. Aber wir haben ihn natürlich immer noch nicht bewiesen, dass wir fliegen können. Ich nehme die Wurzel lieber. Ja, nimm mal mit. Aber immerhin, wir sind ein bisschen weiter gekommen. Das ist ja schon mal ganz gut. Auch wenn wir dafür jetzt irgendwie fast 10 Minuten gebraucht haben. So, zur Nebelsenke. Dann setzen wir mal die letzte Tafel dort ein. Vielleicht bringt die uns ja ein Stück weiter. So, Tafel. Was gucken wir uns hier erstmal an? Da steht... Doch einer aus den Reihen der Dynastie griff nach der Macht, die ihm nicht zustand. Ja, dann haben wir ja eigentlich schon die richtige Reihenfolge hier, oder? Perfekt, genau. Ach, guck mal einer an. Ui, wow.
Ein Monolith. Was diese Symbole wohl zu bedeuten haben? Wie weit man von da oben wohl schauen kann? Weit, hoffe ich. Okay, der ist jetzt hier rausgekommen. Aber so wirklich. Wie weit man von da oben. Toll. Das hat uns ja jetzt unendlich weit gebracht. Berge, Windmönch, irgendein Ring und ein Basil. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Das mache ich nicht. Können wir, das Kuckuck ist ja kaputt. Können wir nicht mit dem... Ich kann durch den Kuckuck nichts erkennen. Einfach dunkel, sagt er. Hier brauche ich nichts. Du sollst es reparieren. Du sollst es reparieren. Das könnte Spaß machen. Wow, wow. Können wir... Wenn ich diese Wurzel an das Sieb knote, kann es nicht mehr weglaufen. Ach, das, genau das wollte ich doch die ganze Zeit schon machen. Warum haben wir das nicht schon probiert? So, können wir jetzt vielleicht den Boden ausstopfen? Warum sollte ich... Weiß ich nicht, damit da nichts durchläuft. Das wird nicht klappen. Können wir... Nein, jetzt ist nicht die Zeit... Können wir das jetzt als Fallschirm benutzen? Ich glaube nicht. Wir haben ja da oben noch beim Ausblick diesen... Den Ausblick hier, genau. Den Ausblick am Ausblick. Der Ausblick auf die Berge hier ist wunderschön. Da lasse ich lieber die Finger... Nein, das brauche ich noch. Du sollst da einfach noch runterspringen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir ihm beweisen können, dass wir fliegen können. Was ist, wenn ich... Das ist zu nützlich, um es wegzuwerfen. Und jetzt hier? Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, Mars. Was ist denn, wenn wir ihm... Angeleintes Steinsieb. Guck mal hier. Hallo, Schrof. Hallo. Sieb, Sieb, Sieb. Herrlich. Hä? Warum sollte ich... Du sollst auf die... Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht, weil wir sie brauchen. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Also wir sind ein Stück weitergekommen, aber... Komm! Sie scheint sehr scheu zu sein. Können wir vielleicht das... Ne, das haben wir ja schon versucht. Ich glaube nicht, dass... Ach, das ist doch jetzt hier... Tümpel. Das ist zu nützlich. Um es wegzuwerfen, ich habe schon verstanden. Angeleintes Steinsieb. Was ist denn mit den Kindern was zeigen? Darf ich deinen Kindern das hier schenken? Theo? Im Leben gibt es nichts geschenkt. Okay, wir dürfen ihnen nichts geben. Oh Mann, ey. Vorhang. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ein Fähnchen. Also ihr merkt schon, das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Völlig überfordert. Wofür könnten wir dieses Sieb verwenden? Können wir vielleicht mit denen da oben nochmal reden? Vielleicht können sie mir jetzt noch was zu den Monolithen sagen. Hey, da oben. Ja, ja, hallo. Sicher. Nö, können sie nicht. Macht's gut. Tschüss. Komm mal wieder unseren Baum besuchen. Kann ich mit dem Kessel was machen? Ja, ich sollte die Suppe unbedingt in ein... Irgendwann. Okay, verstanden. Das wird nicht klappen.
Das funktioniert also auch nicht. Können wir hier in der Nebelsenke eventuell... Was ist, wenn ich jetzt... Kann ich die wieder rausnehmen? Ach, tatsächlich. Hat das, was hat dieses Symbol hier zu bedeuten? Das hier, keine Ahnung. Aber scheinbar ist es egal, ich kann die wieder rausnehmen. Können wir eventuell... Ich meine, die Platte mit dem Astlock muss ja irgendwas... Wo ist sie denn? Dort ist sie. Ach, schaut mal einer an. Sieht fast ein bisschen aus wie ein Schiff. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Na was denn nun? Jetzt haben wir schon ein Schiff für den Tümpel und wir können dieses blöde Boot immer noch nicht draufstellen. Fähnchen. Wow. Ernsthaft? Ein richtiges Kleid. Ja, schön, jetzt. Das Buch passt gut darauf. Ah, jetzt auf einmal? Oh mein Gott, Leute, ey. Oh Gott. Ernsthaft? Uah, die Suppe stinkt schlimmer als der Tümpel. Das ist ja schön. So, und, Das will ich nicht verschiffen. Kannst du dieses Ding anstupsen? Nein, du sollst es nicht mitnehmen. Du sollst es irgendwie... Ey! Setz es wieder rein. Uah, die Suppe stinkt schlimmer als der Tümpel. Können wir die Fliege vielleicht jetzt anlocken? Nicht den Tümpel, die Fliege. Bzz. Na komm. Sie scheint sehr scheu zu sein. Können wir vielleicht wedeln, dass das Schiff fliegt? Das will ich nicht verschiffen. Och Mann. Das gibt es doch nicht. Uah, die Suppe stinkt schlimmer als der Tümpel. Das ist doch jetzt nicht wahr. Ich dachte, dass wir hätten es jetzt. Puh, der Tümpel stinkt ganz schön. Ja, aber die Suppe stinkt schlimmer. Was ist mit dem Sieb? Nein, das brauche ich noch. Kannst du jetzt... Das will ich nicht verschiffen. Das will ich nicht verschiffen. Ja, haha. Das könnte Spaß machen. Hier brauche ich nichts auf... Was ist denn nicht das? Das will ich nicht verschiffen. Moment. Jetzt wird es mir langsam zu doof. Geh nochmal und nimm dir eine zweite Platte. Vielleicht kann man ja damit wählen. Ich habe keinen Schimmer. So, hier, komm, nimm sie. Oh Mann. Ich weiß nicht, im ersten Teil waren die Rätsel nicht ganz so komisch. So, jetzt hier. Das will ich nicht verschiffen. Du sollst wedeln. Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Höchstwahrscheinlich sitzt ihr vorm Rechner und schlagt gerade die Hände im Kopf zusammen, wie blöd ich sein kann. Halt, hier. Ach Mann, ey, dass wenn ich selber direkt drauf komme. So perfekt. Wie sie sich freut. Jetzt sitzt du in der Falle. Perfekt. So, komm jetzt hier. Hol sie dir. Na komm schon, kleine Schweinsfliege. Oink, oink. Sehr gut. Jetzt haben wir die Fliege. Das Boot ist weg. Wir haben aber die Platte wieder behalten. Wir hätten es also schon eher machen können. Hier. Los, such den Schrof. Los.
das hat ja nicht so gut geklappt. Nein! Ha! Jetzt! Los, such den Schrof! Los! Hihi, das sieht lustig aus. Na, guck mal einer an. Da kommt er. Hihihi. Lukas, Papa ist so froh, dass du wieder da bist. 4 Steine und 3 Kinder. Das hat mich irre gemacht. Oh, schön. Die Familie ist wieder... vereint. Oh mein Gott. Oh. Lukas, wie oft hab ich dir gesagt, dass man die Schweinsfliegen nicht essen kann? Mal abgesehen davon sind wir ein strikt vegetarischer Haushalt. Natürlich, natürlich. So, na gut. Wir haben jetzt hier diese schleimige Wurzel. Was hat er uns da nochmal dazu gesagt? Der hat auch noch irgendwas gesagt, dass sie immun dagegen sind. Kann ich dich nochmal was fragen? Ich habe mich immer gefragt, ob sie ein Nein aufgehalten hätte. Nö. Schweinsfliege. Ach, guck mal hier. Das Lied. Aber mach erstmal die Schweinsfliege. Sie sieht aus, als würde sie irgendwas suchen. Ach, diese Biester schnüffeln überall herum. Was bei einem Tier, das zu 80% aus Nase besteht, äußerst unangenehm ist. 86%. Sie bestehen zu 86%. Gut, das wissen wir ja schon. Ich wollte das mit dem Sekret nochmal wissen. Du weißt, was passiert, wenn man Papa korrigiert. Dann stirbt irgendwo ein Wollmausbaby. Okay, aber Schrof, bestehst du nicht zu 96% aus Gift? Ein Gift, das jedes andere Tier umbringen würde. Aber diese Mistviecher besitzen die Unverfrorenheit, dagegen immun zu sein. Okay. Müssen wir jetzt irgendwie ihm die Kinder klauen oder was? Naja, wir hören uns erstmal das Lied an. Darf ich das Dynastielied jetzt hören? Na, aber selbstverständlich. Kinder, Position! Ja, 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 ja! Bam, 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 bam. Oh Gott. Also bei Robert klingt das irgendwie schöner. Sehr gut. Wir haben ein weiteres Lied gelernt. Und jetzt haben wir hier immer noch diese schleimige Wurzel. Können wir jetzt... Warum sollte ich das tun? Um den Fallschirm zu bauen, um fliegen zu können, ich weiß es doch nicht. Hier brauche ich nichts aufzu... Wir gehen nochmal da hoch und spielen ihnen mal das andere Lied vor. Vielleicht glauben sie uns ja dann. Wobei ich das mir nicht vorstellen kann. Guck mal hier. Passiert nichts. Können wir hier vielleicht... Warte mal, fliegen. Er kann... Können wir nicht irgendwas bauen, was ihn nach oben treibt, dass er, wenn er das Lied spielt, irgendwie... Das brauche ich nicht abdecken. Nee. Vielleicht kann ich das Ende der Wurzel über die Nase werfen. Ich knote nur schnell das andere Ende an den Kessel. Mach mal. Ach, guck mal, jetzt ist es wieder weg, oder was? Nein. Können wir... Das würde nicht funktionieren. Ja, das haben wir ja alles schon gemacht. Bind es nochmal fest.
vermute mal, jetzt passiert nichts anderes, wenn ich den... Vorsichtig! Ja, ja, das ist euer Abendessen. Stoß es nochmal an. Ich möchte nicht noch mehr kaputt machen. Alles klar, Robert, habe ich verstanden. Dann... Für irgendwas... Ich nehme die Wurzel. Ja, nimm mal mit. Für irgendwas muss es ja noch gut sein. Schleimige Wurzel. Kann man das jetzt nochmal... Naja, dann könnte... Will er auch nicht. Dann gehen wir nochmal zur Nebelsenke runter. Mal gucken, was wir dort... Was passiert denn, wenn ich das zweite Lied spiele? Halt hier, Lied. Das hier. Ah! Guck mal einer an. Der Monolith. Geh auf den Monolithen. Was diese Symbole wohl zu bedeuten haben. Guck mal, und jetzt spiel mal. Nochmal. Nochmal. Ich glaube, weiter wird es nicht gehen, oder? Doch. Noch mehr. Hui! Hey, da! Siehst du das? Der kleine Kerl von eben steht da vorn auf einem Felsen. Ja, hallo, kleiner Mann. Das sieht nicht aus, als würde ich fliegen, oder? Nein, tut mir leid. Okay, ich gehe am besten. Warte mal. Ich glaube, wir sind ihm gar nicht so weit weg. Schleimige Wurzel. Können wir... Warte mal. Halt. Fliegen. Na gut, die Schweinsfliege ist ja schon weg und wir haben auch nichts mehr, um sie einzufangen. Was ist, wenn ich jetzt das Zeug nach oben... Das ist ganz schön umständlich. Na los, komm noch weiter. So. Lass mal das jetzt hier mal so stehen. Na, gucken wir noch mal an. Wie weit man von da oben wohl schauen kann? Wow, das Ding reicht jetzt fast bis zu den Flötennasen im Baum. Vielleicht wurde es als Aussichtsturm benutzt. Kann ich mir nicht vorstellen. Was ist denn nicht mit den... Na gut, wir gehen dann mal hoch. Ich wollte mit den Kindern noch mal reden. Ah, da sehen wir das. Oha, den kann man also sogar hier sehen. Den kann man hier sehen. Das ist natürlich schlecht. Ich kann doch nicht fliegen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Jetzt bau dir doch mal irgendeinen Fallschirm, Robert. Meine Güte, mach's doch nicht so kompliziert. Eieiei. Das mache ich nicht. Okay. Können wir das Seil erst an die Wurzel binden? Klar könnte ich die daran knoten,
Aber was bringt mir das? Was ist, wenn er jetzt das Windlied spielt? Schleimige Wurzel. Wofür könnten wir die schleimige Wurzel gebrauchen? Schweinsfliegensekret kann also Schrofgift neutralisieren. Hier brauche ich nichts aufzuschlitzen oder... Schweinsfliegensekret kann Schrofgift neutralisieren. Wir müssen noch irgendwas mit diesen Schrofen machen. Kinder, hier, guck mal. Darf ich deinen Kindern das hier schenken? Theo? Im Leben gibt es nicht... Ja, okay. Was ist, wenn wir ihm das geben? Theo? Das ist Sekret der Schweinsfliege. Es schützt vor Schrofgift. Braves Kind, hier hast du etwas Liebe. Zu albern. Aber was nützt uns das denn, dass wir jetzt dieses gegen Schrofgift unempfindliche Wurzel haben? Ich meine, die Fliege bekommen wir deswegen trotzdem nicht nochmal. Das ist zu nützlich, um... Genau. Und das... Hier brauche ich nichts auf... Ja. Das mache ich nicht. Das macht er nicht. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ich kann durch den Guckuck nicht... Oh Mann. Ich würde sagen, bevor ich mich jetzt zu Tode rätsel, machen wir für heute mal hier Schluss bei der Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt ruhig mal eure Hinweise in die Kommentare. Ihr seht schon, es wird irgendwie ein bisschen... undurchsichtiger. Warte mal, ein was können wir noch... Liegen hier unten noch die... Nee, können wir nicht. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich hoffe, es geht dann etwas zügiger weiter. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.